Ja, wer zittert denn da so? Oh, der wird aufgenommen. Gleich knallt's. Ey. Geht das auch leise? Das war der letzte. Echt, ey. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Ihr habt jetzt alle Gänge zugesprengt, oder wie darf ich das verstehen? Jede Fluchtmöglichkeit. Legen wir den Stahlpadrat neu. Hilf mir mal. Und wahrscheinlich alle Monster mit hier drin. Wir haben schon auf diese Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Ah, oh, das hat er aber schön gesagt. Bin immer für dich da. Ah, komm da. Schon. Ja, genau. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Ah. Oh. Pass auf. Naja. Ich sag jetzt noch große Pass auf und rennen wahrscheinlich gleich schnurstracks da rein. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Na, mal ein bisschen mehr Respekt. Das ist ein Problem. Hier. Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du sie? Ja, die Frage kann man ja mal stellen. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Reiß dich zusammen. Oder? Denkst du, ich weiß das nicht? Wir können nicht ändern, was passiert ist. Nicht mehr. Niemals. Es ist vorbei. Also reiß dich gefälligst zusammen, Nicky. Mailman to one actual, hier was heißt denn weltklug? To one actual, höre sie. Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt. Over. Gute Arbeit, Lieutenant. Prüfen Sie den Ostkorridor, bleiben Sie wachsam. Over. Verstanden. Over and out. Wie tief runterführt das? Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Nähern uns dem Ostdurchgang. Over. Ich sehe sie. Kolchak. Kalos-Scans haben ein großes Bauwerk unter dem Tempel gezeigt. Bleiben Sie wachsam. Da unten ist was Großes. Scheiße. Die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren. Kommen sie wieder. Guck mal, plötzlich geht das, ne? Mit da drüber klettern. Ja, wenn sie das selber wollen, ja. Ansonsten machen ja nicht, einfach, was ich will. Ja. Ja. Gehen wir mal rein. Was soll schon passieren? Genau. Berühmten letzten Wort. Gucken wir erstmal wieder ins Loch. So nah war ich der Hölle noch nie.
weiß es nicht. Das ist bestimmt ein Monster ins Auge gespuckt und das wird es dir übel nehmen. Ja. Oh. Der hat auch schon mal ein Monster ins Auge gespuckt. Der liegt ein bisschen länger da. Oh. Mhm. Ne? Hat sich selber umgebracht oder was? Das sieht doch so aus, ne? Womit hat sie das nur verdient? Gefällt. Von einem Flock durchs Herz getötet. Ah, ne. Ah, ne, die hält sich wohl nur, das hält nur den Flock dann so. Oh, das war dann Flock, einer aber, von... Ist ja wie bei Vampiren, die haben auch, denen haben sie auch einen Flock ins Herz gehauen. Oder zwar Holz. Ich denke, das waren nicht die Kreaturen. Aber ist ja auch moderner. Ja, dann. Weiß nicht. Buffy? Vielleicht war das so eine Kreatur. Buffy? Wer? Behalt's lieber für dich. Ich bleib bei dem Gewehr. Ja. Achtung! Ich bleib bei dem Gewehr, wenn's dir recht ist. Und das war dann einer aus dieser 40er-Jahre-Mission, ne? Also. Ja. Oh Gott. Ne? Ah, müssen wir wieder unleserlich. Müssen wir wieder unleserlich. Der Gestank. Oh nein. Ja, genau. Der Gestank des Todes unleserlich. Und überall jagen unleserlich. Über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass unleserlich hier runterwarfen, nachdem unleserlich ausgeraubt wurden. Diese unglücksinnigen Wanderer tun mir leid. Die Angst, die sie unleserlich... Punkt. Doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches Unleserlich. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit einem mit dem Dynamit. Sie meinte, sie wolle es herausfinden. Okay. Oh. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht. Und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Ach, das ist diese Kammer, wo die anderen beiden da drin waren, ne? Ja. Ja. Da müssten die auch noch da liegen, nur. Schwer, das ist einer sehen. Von den beiden. Nee. Da liegt... Oh. Oh nein, vor Anu? Ja. Das war doch die Frau, oder nicht? Ja, Rachel. Ich sag doch, ja, die ist das nicht war tot. Rachel. Nur die sollte nicht hexisch rumsprengen. Ja, das war auch einer von den 14ern. Ja. Scheint ausgeblutet zu sein. Ja. Er war bestimmt einer der Forscher. Ja. Sieht so aus. Aber nett mumifiziert. Die anderen sind nicht mehr so. So, da sind wir reingekommen, ne? Glaube ich. Haben wir das Licht angemacht? Ich glaube nicht, aber ich glaube, das war schon bevor wir reingekommen sind. Warum auch immer. Ja, ja. Wahrscheinlich von. Ja, gut. Toll verkabelt. Mhm. Hammer, kannst du mal mitnehmen? Achso, ich dachte, er würde einen Hammer mitnehmen. Naja, Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Ach, diese das Rolle. Ist Zylindersiegel. Sieh dir die Gravuren an. Ja. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären.
Ja, im Moment wäre mir das, glaube ich, auch egal. Aber es passt in die Hosentasche, ich hätte es mitgenommen. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Vermin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Moment, nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst ist du? Ist da Rachel dann am Ende reingelatscht? Ja, wer weiß. Das kann wer sein. Weiß. An die Seite. Ja. Diese Biester sind echt hinterhältig. Du hast recht. Wir legen den Sprengstoff an der Seite aus. Okay, damit werden sie nicht rechnen. Oder ist das gerade der Fehler? Ja, natürlich. Ist egal. Ich glaube auch, das ist wurscht. Ich meine, woher sollen wir es wissen? Wir können uns halt nur für eins entscheiden. Wir kennen die ja nicht. Ja. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesen Sandkasten, stimmt's? Dann hat sie den Sturz überlebt, aber wir bringen sie jetzt um, oder was? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Ernst, lass es hinter dir. Ja. Die Dämonen da unten töten dich. Aber die hier drin fressen dich von innen heraus auf. Lass es hinter dir, Mann. Ich mein's ernst. Ah, du blickst also nach vorn. Ja, tu ich. Das tu ich tatsächlich. Ich kenn dich zu gut. Wenn du lügst, sagst du es immer zweimal. Stimmt einmal gar nicht. Stimmt gar nicht. Einmal für den Nachdruck. Niki. Komm schon. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Scharf. Wer jetzt, Rachel oder die... Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hier ist ein Labyrinth. Entscheidung. Ja. Ist das etwa das, was wir auch gesehen? Ja, die rechnet nämlich auch nicht damit, dass wir das in die Seiten machen. Da ist noch was viel tiefer unten. Kommen Sie zurück, Dropkick. Es war wohl... Nun ja. Stell eine Kamera auf, dann Rückzug. Na egal. Ist passiert. Da ist er. Aua. Ernsthaft? Oh. Das aber ist aber nicht ihr Blut, ne? Ich hoffe. Nee, das ist nicht ihr Blut. Nee. Das ist eher ein... Aua. Oh. Das ist Blut von ganz vielen, so wie es aussieht. Ja. Oh mein Gott. Das für eine Hölle. Eric? Eric! Wo bist du? Ich sag doch, die fällt ins Wasser. Es war nicht ganz Wasser, aber... es war flüssig. Oh, eine Wirbelsäule. Wir sind Rückgrat. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Ah, nee, ist ein Seil. Nick? Jason? Oh oh. Boah, ist das da kommt was. Nee, bitte nicht, bitte nicht. Scheiße. Klapper, klapper. Nicht irgendwas, was im Blut rumtaucht. Das kann ich nicht gebrauchen. Komm, was im Abgrund. Gewieft. Sie ist gewieft. Immerhin. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, 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 da. Das heißt nichts Gutes. Nee. Sicher nicht. Das geht da entlang, dann gehen wir hier entlang.
Was natürlich wieder der Fehler ist. Oh, oh mein Gott. Da kommt uns entgegen. Aber da vorne rechts blinkt was. Ja. Oder? Nee, das war nur. Oder doch. Ich dachte erst, das wäre nur eine Reflexion, aber nein. Es blinkt was. Oh ja. Ein Helm. Den kennen wir doch in der Ja. Damals. Boah. Geheimnis gefunden. Antiker Helm. Ja. Der ist vielleicht aber. Kann sie den anziehen, falls ihr was auf den Kopf fällt. Oder? Ja, vor allen Dingen hat er hinten gute Belüftung schon. Ja. Nichts, ne? Oh Mann, ich habe Angst, dass ich jetzt gleich was drücken muss und verkacke. Hätten wir mal auf einfach gespielt, hey. Ach was. Komm schon, wir schaffen das. Chaka. Genau. Klang ich jetzt überzeugend? Chaka. Naja. Ja, total. Oh, ei, ei, ei. Da vorne blinkt wieder was. Hab ich auch gedacht. Einfach geradeaus. Ja, ist auch. Eieiei. Verporten. Oh, wenn die mir so entgegenkämen, hätte ich aber auch schon Schiss vor dir, ey. Na, ja, ja, genau. Sieht ein bisschen monstermäßig aus. Ich, gleich erschreckt sich das Monster. Ja. Ja, genau. Was machst du jetzt mit dem Knochen? Als Waffe wahrscheinlich. Ach so, ja. Sieht so aus. Ich dachte, die will sich doch keinen Knochen austauschen. Wir sind ja auch nicht. Da können ja nur reden. Was denn jetzt? Will die denn. Was hat sie das denn jetzt gemacht? Ja, sie hat ja scheinbar noch ein paar Sachen dabei, wa? Ist da irgendwas dabei, was. Irgendwas drum gewickelt. Oh. Ich glaube, Pech hat sie wirklich. Ja. Ja je. Es ist so unschön hier. Und eigentlich sieht man an der Decke was. Ne? Kann ja mal sein, wir gucken die ganze Zeit so gerade aus und an der Decke hängen sie alle. Was ist das für ein Licht? Nee. Oh, das ist ja direkt hinter uns. Du musst auf jeden Fall nach da vorne, wo es blinkt. Da würde ich hingehen. Speichel. Oh Gott. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben. Wir haben in der Grabungsstätte, wo M angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichert. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen, während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen. Psilocybin. Psilocybin. So, so. Aha. Ja. Damit was zu tun. Ja. Wahrscheinlich im entfernten Sinne. Ah, ne, Moment, da kommen wir. Da müssen wir weiter. Und hoffen, dass uns nichts von hinten an die Beine packt. Oh oh. Nicht umdrehen, einfach weiter geradeaus gehen. Alles ist gut. Oh oh. Oh oh. Oh mein Gott.
Links, links. Ja, oh. Ja. Gut, dann muss ich noch so was ist. Nicht Eier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir nicht schneller? Nee. Bin ich hier irgendwo drauf? Links, links. Ich will einfach irgendwo drauf. Nein, das wird nicht gehen. Ich glaube, du kannst nur einfach weiter versuchen rauszukommen. Ja, dann geh ich jetzt hier auf. Oh, jetzt taucht es vor dir auf. Ja, natürlich. Nee, oh, hinten. Scheiße. Oh, 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 oh. Geh einfach weiter. Kümmer dich nicht. Oh Gott. Eieiei. Kalos aufgespürt hat, ist unerwartet etwas, das tiefer liegt als der Teil des Tempels, in dem die Archäologen waren. Es könnten einfach Höhlen sein, aber vielleicht. Oh oh. Kolchak? Ja, klar. Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Auch gut. Ich würde nicht gern darauf klettern, um sie. Was soll das, Joey? Eieiei. Scheiße, Joey, ich bin's! Ich glaube, du bist irgendwie nicht mehr du selbst. Das ist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Ja, wollte ich gerade sagen. Nicht wir sind mal Snickers hin. Oh Mann, ey. Was eine Gestalt. Aber das sah cool aus. Ja, schon. Für Halloween ganz gute... Ja. Maskierung. Unfassbar. Glaubt es nicht. Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Auf was? Ich fühle mich ganz wohl hier. Ich wollte mir eigentlich hier Zweitwohnsitz. Ja. Architektonisch ist das sehr schön hier. Ich wusste gar nicht, dass du kämpfst. Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Wo warst du? Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück.
Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dankbar. Ja, natürlich. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fi. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Was machst du? Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Nicht wirklich. Tut sicher weh. Ja. Tut es. Jetzt, wo du es sagst. Ja, genau. Kannst du stillhalten? Ja, anerkennend. Danke. Einfach nur danke, oder? Nee, ich finde anerkennend. Wir wollen gut, dass wir müssen, du hier bist. Ich glaube, wir müssen gut miteinander klarkommen, sonst Schätze, gehen wir ich bin auch ganz rauf. Froh. Gut, bei manchen gestaltet sich das schwieriger, aber mit denen hier sollte es gehen. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Oh, nicht, dass die sich auch verwandelt. Da geht's hoch. Sieht sowieso ein bisschen komisch schon aus im Gesicht, oder? Oder sah die immer schon so aus? So sah die von Anfang an aus. Ja. Siehst du doch. Okay. Klettern wird schwierig. Aber zusammen schaffen wir's. Befürchte aber auch, schon, dass da eine Verwandlung stattfindet. Hab Eric beim Klettern getroffen. Andere ja eigentlich viel schlimmer. Kann uns rausbringen. Ja. Was gibt es da zu lachen? Der Ort ist im Arsch. Und wir sind am Arsch. Wir haben keine Chance. Behalt das lieber für also dich. Also die da. Was ist mit dir? Ich werde überleben. Und wenn du das auch willst, ach so. Dann streng dich lieber an. Nachdem sie das Blut abgekriegt hat.